Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Ach Hanna, ich kann gar nicht glauben, was passiert ist. Oh, ich muss sofort Hanna wecken. Hanna. Hanna, du musst sofort aufstehen. Hanna, werd jetzt sofort wach. Hanna, es brennt. Wach sofort auf. Mann, was schreist du denn hier so rum? Und warum ist es hier so nebelig in meinem Zimmer? Hanna, du musst jetzt sofort aufstehen. Es brennt. Wir müssen hier raus. Sofort. Steh jetzt sofort auf. Wie, es brennt? Bei uns im Haus? Oh, mein Hals tut so weh. Was ist das denn? Hanna, wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren. Wir müssen jetzt hier sofort raus. Ich weiß nicht, wo es genau brennt, aber es brennt unter uns. Wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. Also los, hör auf jetzt mit mir zu diskutieren. Los jetzt, Hanna. Oh, meine Augen brennen. Und es tut so weh im Hals. Oh Gott, Flo ist doch noch unten. Ich muss da runter. Hanna, du bleibst jetzt hier. Du gehst jetzt nicht runter. Aber ich muss doch wissen, was mit Flo ist. Hoffentlich ist die Treppe jetzt frei. Los, Hanna, jetzt hör auf zu trödeln. Wir müssen hier sofort raus. Ach du meine Güte. Oh, die Treppe brennt. Ja, Hanna, also die Treppe, die können wir vergessen. Wir müssen einen anderen Weg finden, hier rauszukommen. Ich hab so Angst, Mama. Und was ist mit Flo? Er ist doch da unten. Und die Tiere. Und ich will hier nicht in dem Rauch sein. Ich hab so Angst. Hanna, bitte nimm das Tuch und halt es dir vor den Mund. Mach dir jetzt keine Sorgen um die Tiere und um Flo. Flo geht es gut. Komm jetzt bitte mit. Und halt dir unbedingt dieses Tuch vors Gesicht. Das machst du auf jeden Fall ganz schön, Hanna. Und jetzt müssen wir hier raus. Komm jetzt bitte. Hör auf zu trödeln. Flo geht's gut. Komm jetzt. Los, Hanna, los. Auf den Balkon mit dir. Wir brauchen frische Luft. Los, Hanna, schneller. Oh, Gott sei Dank, endlich Luft. Hanna, hol ganz tief Luft. Oh, unser schönes Haus. Was sollen wir denn jetzt machen, Mama? Du musst die Polizei holen. Oder die Krankenwagen. Oder die Feuerwehr. Das würde ich ja gerne, Hanna. Aber mein Handy liegt unten in der Küche. Wir können einfach jetzt nur um Hilfe rufen. Oh. Ach, war das ein schöner Abend heute. Ich bin so froh, dass wir noch rausgefahren sind. Das Wetter war ja wirklich noch schön. Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Zum Glück hast du mich überredet. Das war wirklich toll von dir. Auch gut, dass wir mit dem Fahrrad gekommen sind. So können wir morgen auf jeden Fall Brötchen holen. Aber du, sag mal, riechst du das? Es riecht hier so verbrannt. Es riecht richtig doll nach Rauch. Ja, also komm schon. Ich meine, der Grill war jetzt auch den ganzen Abend an. Das ist ja wohl ganz klar, dass es hier verbrannt riecht. Das ist unser Grill gewesen. Ach, du bist so ein Schnacker. Das kann gar nicht vom Grill kommen. Guck doch mal, hier ist alles aus. Und hier riecht das auch überhaupt nicht beim Grill. Es müsste denn hier doch so doll riechen, ja, dass man hier gar nicht sitzen kann. Wo kommt das denn her? Oh ja, Susanne, jetzt wo du sagst. Oh ja, es riecht richtig heftig verbrannt. Aber so nach Plastik und keine Ahnung. Als ob er jemanden, ja, weiß ich nicht, eine Müllkippe anzündet oder irgendwie sowas. Hast du das gehört? Da ruft doch jemand um Hilfe. Da müssen wir sofort gucken gehen. Hier braucht doch jemand Hilfe. Hier brennt es irgendwo. Nun steh nicht hier rum. Hol das Nachtsichtgerät. Wir müssen wissen, wo das herkommt. Ich glaub das nicht. Da steht eine Frau auf dem Balkon mit ihrem Kind und das ganze Haus brennt lichterloh. Wir müssen sofort die Feuerwehr anrufen.
Okay, du bleibst hier. Ich fahre mit dem Fahrrad hin und sag Bescheid, dass wir die Feuerwehr gerufen haben. Vielleicht kann ich irgendwie die da rausholen. Ja, bitte beeil dich. Fahr bloß mit dem Rad. Ich komme gleich nach. Ich rufe die Feuerwehr jetzt an. Hier spricht die 112. Was kann ich bitte für Sie tun? Ja, guten Tag. Ich möchte gern einen Brand melden. Wir sind hier in dem, ja, Parzellengebiet hinten in der Bauernstraße. Und hier brennt ein Bauernhaus lichterloh. Bitte kommen Sie sofort. Es ist dringend. Da sitzen ja eine Frau und ein Kind auf dem Balkon und rufen nach Hilfe. Sie scheinen nicht mehr aus dem Haus zu kommen. Bitte beeilen Sie sich. In der Bauernstraße. Ja, wir schicken sofort einen Einsatzwagen. Der Weg ist ein wenig beschwerlich. Es dauert einen kleinen Moment. Hanna, ich glaube, uns hört keiner. Vielleicht sollten wir einfach irgendwie hier runterklettern. Guck doch mal, da kommt jemand, Mama. Halt durch. Hör bitte auf, so dort zu husten. Hilfe, kommen Sie doch bitte. Es brennt. Sie müssen uns helfen. Hallo. Ach du meine Güte, was für ein Albtraum. Ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Gibt's hier irgendwie eine Leiter, irgendwas? Nein, gibt's leider nicht. Aber Sie müssen bitte die Feuerwehr anrufen. Mein Handy liegt in der Küche. Meine Frau hat die Feuerwehr angerufen. Ich hoffe, die schaffen das hier ganz schnell. Der Weg ist ja hier so blöd hoch. Bitte halten Sie durch. Sind Sie schwer verletzt? Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich würde Ihnen so gern helfen. Nein, wir sind soweit in Ordnung. Wir haben nur bei einem ziemlich starken Husten. Doch, Sie können uns bitte helfen. Hier vorne liegt mein Hund. Bitte helfen Sie mir, hat bestimmt ganz tolle Angst. Bitte holen Sie ihn zu, ich bitte. Ja, natürlich mache ich das. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, ja? Na, komm mal her, mein Kleiner. Och, dir ist ja nichts passiert. Gott sei Dank zieht der Rauch in eine andere Richtung. Komm mal mit mir mit. Ja, komm mal her. Ach, Mama, was ist denn jetzt los? Och, mir ist ganz dödelig. Wann kommt denn endlich die Feuerwehr? Oh, hör mal, da kommt endlich die Feuerwehr. Och, Gott sei Dank. Hören Sie, die Feuerwehr kommt. Schau, Mami, da kommt endlich die Feuerwehr. Ach, unser schönes Haus. Ich kann gar nicht glauben, was gerade passiert. Ach, das war ja eine Ewigkeit. Ach, gefühlte 1000 Stunden, bis die hier waren. Zentrale, bitte kommt. Zentrale, bitte. Wir haben hier einen sehr, sehr heftigen Hausbrand. Ja, Bauernstraße. Wir sind jetzt am Einsatzort. Fangen auch sofort mit den Löscharbeiten an. Bitte auf jeden Fall schnell einen Krankenwagen. Hier oben stehen zwei Opfer. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr nach links. Und jetzt beeil dich mal. Komm mal hoch da. Oh, ganz schön schlimm. Okay, dann lass uns jetzt mal reingehen ins Haus. Wir müssen sofort anfangen zu löschen. Nur mach mal hin, ich komme noch nicht ganz ran an den Balkon. Ein bisschen mehr nach links. Ich hole Sie jetzt hier vom Balkon runter. Das ist wirklich sehr gefährlich. Ja, können Sie laufen? Tut Ihnen irgendwas weh? Nein, es ist alles in Ordnung. Bitte zuerst meine Tochter. Ja, dann komm mal her, meine Kleine. Ich heb dich hier mit rüber. Es kann nichts passieren. Vertrau mir. Oh, mein Hals tut so weh. Ja, alles wird gut, meine Kleine. Ich hol deine Mama und dann, ja, seid ihr auch in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Ach, Hanna, Gott sei Dank. Oh, was für ein Albtraum. Wie furchtbar. Der Krankenwagen ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg hierher. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, bitte. Beginnen Sie einfach mit den Löscharbeiten endlich. Ich will, dass dieser Albtraum jetzt aufhört. Sie zittern ja am ganzen Leib. Beruhigen Sie sich. Es ist alles gut. Sie sind in Sicherheit. Ja, danke. Oh Gott, ich bin so durcheinander. Ach Flo, ich bin so glücklich, dass dir nichts passiert ist. Oh, so eine schlimme Nacht. Boah, ist das ein Qualm. Wir brauchen erstmal, glaube ich, eine Sauerstoffmaske. Das geht ja gar nicht. Ja, da gebe ich dir recht. Nochmal zum Wagen Sauerstoffmasken holen. Ach du meine Güte. Die Schweine und die Hühner. Können Sie bitte irgendwie versuchen, hier vorne die Tür aufzumachen? Ach, das ist nicht, dass die Tiere sich noch verletzen. Ach, Hanna, ich kann gar nicht glauben, was passiert ist. Unser Haus, alles brennt, wie furchtbar. Ja, jetzt hier, kommt her, die Schweine, kommt. Oh, sind die Hühner störrisch. Kommt jetzt hier mit, kommt. Kommt.
Sind Sie lebensmüde, kommen Sie sofort da weg. Das Haus ist einsturzgefährdet. Weg da vom Haus. Sie sind ja wohl verrückt. Es brennt hier lichterloh. Wollen Sie sich auch noch verletzen? Ihre Tiere sind jetzt auch in Sicherheit. Sie sollten aber vielleicht einen Tierarzt noch anrufen. Hören Sie das? Ich glaube, da kommt endlich der Krankenwagen. Ja, hallo Kinder. Was für ein furchtbarer Albtraum, wenn das eigene Haus brennt. So was Schreckliches. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Unser wunderschönes Bauernhaus, wo wir so sehr dran gehangen haben. Ja, falls ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, sodass wir das sehen können. Wenn ihr möchtet, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch unseren anderen Kanal, da findet ihr coole Spielzeugtests. Falls ihr Lust habt, hier vorne verlinken wir euch noch ein paar Videos. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!